Hallo und herzlich willkommen bei Familie Spranger und den Shelties vom Ponyhügel. Oft werde ich als Züchter gefragt, was man als Grundausstattung denn so braucht, wenn der Welpe ins Haus kommt. Und die Gedanken macht man sich ja auch schon ein bisschen vorher. Und es ist auch gut so, wenn man einiges zu überlegen und zu organisieren und zu kaufen hat. Viele Züchter geben schon sehr viel mit, da muss man natürlich den Züchter fragen, dass man da nicht Sachen doppelt hat. Aber ich möchte allgemein jetzt noch mal ein bisschen sagen, was wirklich nötig ist für den Tag, wenn man den Welpen ins Haus holt und eben auch für die Zeit zu Hause, was meiner Meinung nach zumindest sinnvoll ist. Wir geben unseren Welpen immer schon so ein Geschirr mit. Da sind sie auch schon Wochen vor dem Ausdruck dran gewöhnt worden. Ich sage jetzt hier keinen Namen, aber meistens steht da nicht der Name vom Hund drauf, sondern von der Firma. Die kann man sehr schön anpassen. Und egal, was man für eine Art Geschirr nimmt, ich würde immer Geschirr raten bei einem Welpen, weil die einfach, wenn sie ängstlich sind oder sich erschrecken, auch nach hinten ziehen können. Und dann haben sie einfach mit einem Halsband keinen Halt. Die gibt es in verschiedenen Größen, passt zur Hunderasse. Es gibt natürlich auch solche Geschirre, das haben wir auch mal ausprobiert. Ich kann Ihnen nur sagen, ja, man kann diese Geschirre anziehen, die stören auch den Hund nicht unbedingt. Aber wenn Sie dann immer erst nur überlegen, wo ist denn jetzt vorne und hinten und dieses winzige Ringlein, da soll dann die Leine dran passen. Also obwohl das hier von einer wirklich guten Marke ist, bin ich da nicht besonders zufrieden mit. Wenn der Hund es trägt, dann verrutschen die Träger. Die können das durchnagen, weil die haben das vorne zwischen der Brust, geht hier auch diese Linie lang. Und ich bin kein Fan mehr von dieser Art Geschirre, auch wenn wir es auch mal ausprobiert haben. Wenn Sie unbedingt dem Welpen ein Halsband anziehen möchten, dann rate ich auf jeden Fall zu so einem Halsband, was einen Verschluss hat, dass Sie es auf und zu machen können und was aber ganz fest eingestellt wird, dass Sie eben nicht ein Zugstopp-Halsband haben wie bei einem erwachsenen Hund, sondern das so eng wie möglich stellen können, dass der Hund möglichst da nicht rausflutscht. Zugstopp-Halsband kann ich Ihnen noch an einer großen Leine zeigen. Das ist hier von unserer Cherie. Das ist einfach nur dieser Effekt, ich mache mal die Leine gerade ab, dass sich die Schlinge, wo der Kopf durchkommt, zwar zusammenziehen kann, aber nur bis zum Stopp. Das ist hier durch so eine Schnalle gegeben. Das ist sehr praktisch, wenn Sie gerade einen langhaarigen Hund oder auch kurzhaarigen schnell das Halsband anziehen wollen. Sie stellen das weit, ziehen das über und ziehen es wieder zu. Und schon passt es und der Hund flutscht nicht raus. Aber wie gesagt, der Sheltie-Welpe wird aus einem Halsband herausflutschen. Oder Sie müssten es so arg festmachen, dass es also sehr unbequem wäre. Das ist auch ein Zugstopp-Halsband, ein bisschen breiter. Das ist bei langhaarigen Hunden immer gut, wenn das breit ist oder wenn es rund ist, dass es eben nicht das Fell abscheuert oder beschädigt. Also bei zum Beispiel Naturleder-Halsbändern kann passieren, dass sie, wenn sie eckig sind oder auch glatt, das Fell abreiben, dass das dann kaputt scheuert. Oder wenn sie Pech haben und sie kommen in Regen, dass das sogar abfärbt. Und dass sie dann in der weißen Halskrause vielleicht oder im hellen Fell genau sehen, wo das Halsband saß. Das kann ich nicht empfehlen. Also es gibt natürlich auch andere Geschirre. Wenn man jetzt im Hochsommer einen Hund kauft, gibt es zum Beispiel reine Kurtgeschirre, wo eben nicht noch dieser Sattel bei ist, wo der Hund dann auch ein bisschen drunter schwitzt, gebe ich ja zu. Und es gibt natürlich auch andere Marken, die ähnlich geschnitten sind. Wichtig ist, dass der Hund sich frei bewegen kann, dass die Schulter schön vor und zurück gehen kann und dass dieser Riemen, der hinter den Vorderbeinchen langläuft, den Hund daran hindert, wenn er sich erschreckt, rückwärts aus dem Halsband zu flüchten. Also so, das hält ihn vorne, wenn er nach vorne rennt, und das hier verhindert eben, wenn der Hund rückwärts geht, dass er sofort frei ist. Eine Leine brauchen Sie natürlich auch, wenn der Züchter die nicht mitgibt. Da gibt es ganz viele verschiedene. Wir empfehlen immer solche Leinen, die so ungefähr 2 Meter lang sind, die man verstellen kann mit verschiedenen Ringen, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel an einer vielbefahrenen Straße sind, den kurz nehmen können. Und wenn Sie sagen, ach, ich kann ihn noch nicht abmachen, aber ich würde ihn gern mit ihm üben, dann können Sie die ganz lang machen, zum Rückruftraining zum Beispiel, Sitz, Platz, rankommen. Dann ist der angeleint, aber Sie können sich mit ein bisschen Armlänge 2,5 Meter entfernen fast. Und auch mittendrin können Sie das einstellen. Also ich finde diese Art Leinen sehr praktisch und Sie können sie auch umhängen.
Wenn Sie jetzt nur so ein Meterleinen haben, ist es manchmal wirklich dann unpraktisch. Man hat zwar eine Handschlaufe meistens, aber man kann sie dann nicht mehr gut umhängen, weil sie dann dafür wieder ein bisschen kurz ist beim Spaziergang. Aber das ist Geschmackssache. Wozu ich noch was sagen möchte, ist: bitte kaufen Sie nicht unbedingt eine Flexileine. Es gibt ja immer noch Leute, die benutzen. Das sind diese Ausziehleinen. Da hat man ein ganz dünnes Nylonband, was man teilweise gar nicht sieht, und eben dieses große Ding in der Hand. Ein großer Hund, der macht einen Ruck und ihm bricht der Knopf kaputt und der Hund rennt einfach weg. Ein kleiner Hund, der kommt damit auch zurecht. Das Problem ist halt, man sieht dieses Nylonband ganz schlecht, man kann sich daran verbrennen. Wenn die sich um die Beine wickelt, sie kommen vielleicht beim Spaziergang treffen auf andere Leute mit Hund. Die Hunde verdrehen sich, wickeln sich umeinander, plötzlich hat man das um die Beine und das kann richtig zur Verbrennung führen, dieses Nylonband, wenn das auf und zu geht. Und was eben für den Hund auch ganz schädlich ist, ist, dass der eigentlich nur ziehen lernt mit der Leine, weil der lernt, umso mehr ich ziehe, umso länger ist ja das Ding, und ihn mal eben schnell ranrufen kann auch nicht immer klappen. Also wenn da gerade ein Auto kommt und es soll schnell gehen, den kriegen Sie nicht unbedingt so schnell zurückgezogen wie mit einer Leine, wo Sie einfach mal reingreifen und einen Ruck und haben Ihren Hund. Wenn Sie den Hund lang lassen wollen, an der Leine, unter Aufsicht, weil vielleicht das in der Gegend sicherer ist, dann empfehle ich eine Schleppleine. Die gibt es also auch 10, 15 Meter. Die vergisst der Hund fast. Sie ist halt insofern unhandlich, dass er sich damit auch irgendwo festhängen kann, irgendwo hängen bleiben. Also das nimmt man eher so auf dem freien Feld. Aber da kann man sehr viel mit trainieren und üben. Und ansonsten tut es eigentlich auch eine ganz normale Leine. So, jetzt wollen Sie aber den Hund irgendwie nach Hause bekommen. Jetzt kommt es drauf an, haben Sie eine lange Autofahrt oder fahren Sie mit dem Zug oder was auch immer. Ich empfehle immer überhaupt, solche Transportkisten zu kaufen. Viele Leute sagen, ach, da kann man doch keinen Hund einsperren, der Arme, ein Käfig, und da fühlt er sich nicht wohl. Aber man muss auch sehen, dass ein Hund ein Höhlenbewohner ist. Also die Wölfe, die graben sich ihre Höhlen oder gehen ins Gebüsch und graben sich da ein. Das entspricht schon dem natürlichen Verhalten, dass sie sich zurückziehen können. Und oft ist das so, wenn sie die Klappe offen lassen, dass die Hunde das auch zu Hause gerne nutzen und von alleine rein und raus gehen. Wir machen das so, dass wir bei den Welpen über Nacht zum Beispiel auch die Tür zumachen. Dann kann der Hund nicht raus, der wird sich melden, wenn er mal muss. Das hilft sehr bei der Sauberkeitserziehung. Oder wenn sie mal duschen gehen wollen oder sie wollen raus und können gerade mal nicht den Hund mitnehmen oder darauf Acht geben, kann er kurz da rein. Wichtig ist, schönes Kissen da drin, das waschbar ist und was zum Beißen, den Knöchelchen, auch schon während der Autofahrt, dass er sich ein bisschen ablenken kann. Diese Kissen, das sind sogenannte Wetpads, also da haben wir, oder Wetpads, wie auch immer, wir haben da ganz viele von. Die sind auf der einen Seite, ist das so Nylon, so wie so Teddyfell, und auf der anderen Seite haben wir hier Gummi. Das hat den Vorteil, wenn man Auto fährt zum Beispiel, kann man die so rum reinlegen, dass sie nicht rutschen. Oder auch wenn sie auf Fliesen legen und der Hund kommt angeflitzt, schmeißt sich drauf, dass das nicht komplett wegrutscht. Weil dann wird er sich da nicht nochmal drauflegen wollen. Und man kann die waschen bei 60 Grad, die trocknen sehr schnell. Also ich finde diese Dinger sehr praktisch. Außerdem kann man sie einfach schneiden in die Größe, die man braucht. Also sie ribbeln da nicht auf, sie müssen die nicht umnähen. Und wir haben die im Winter zum Beispiel unter den normalen Kissen liegen. Und ich nehme sie immer für Welpen, weil sie eben waschbar sind und nicht so schnell kaputt gehen. Solche schöneren Kissen gibt es natürlich auch, die dann ein bisschen hübscher aussehen und auch ganz kuschelig sind. Aber mit dem Welpen ist es halt so eine Sache, der wird überall dran rumnagen. Und hier ist jetzt so Schaumgummi drin. Es gibt auch ganz tolle Hundekissen, die so ein bisschen höher sind und den Hund stützen sollen. Da sind dann so Kügelchen drin oder andere tolle Sachen. Also sie müssen immer Acht geben mit dem Welpe. Der beißt alles an erstmal, und wenn der einmal eine Ecke kaputt hat, dann beißt er immer weiter dran rum und kriegt da auch immer mehr Löcher rein und macht da einen Puzzle raus. Also ich würde solche schönen Kissen erst dem Hund geben, wenn er etwas älter ist und die Zahnung einfach durch ist. So eine Box ist natürlich auch fürs Autofahren sehr geeignet. Man muss dann gucken, dass sie ins Auto passt.
Es gibt auch diese Klappboxen, die sind natürlich praktisch, weil man die klein machen kann. Der Nachteil ist, dass sich der Welpe da einfach schlichtweg durchfressen wird. Wenn der sich eingesperrt fühlt, der ist so ein Reißverschluss, der wird so lange dran rumkratzen und dann so Nylonlöcherchen, dass da Lüftung ist und da wird der beißen und kratzen und dann, wenn der einmal ein kleines Loch drin hat, wird es immer größer werden und dann war das mal eine schöne Kiste. Die kann man auch gut nehmen, diese Klappboxen für erwachsene Hunde, wenn man öfter mal unterwegs ist. Wenn man sagt, hier ist deine Höhle, dann klappt man die auf, sehr praktisch. Aber für einen Welpen, kleinen Welpen, würde ich nur so eine solide Kiste nehmen. Beim Sheltie empfehle ich diese Größe 4, ist das meistens, egal welche Marke. Das ist einfach so eine Länge, Länge ist dies hier, so zwischen 65 cm und 73 ungefähr. Das reicht meistens für einen Sheltie auch schon für einen ausgewachsenen Sheltie. Ich würde nicht jetzt auch einen Baby-Sheltie, den sie vom Züchter holen, in eine Katzenkiste setzen, weil der muss sich auch mal hinsetzen oder mal aufrichten können und auch drehen. Der legt sich hin seitlich, der liegt mal auf dem Rücken und der braucht ein bisschen Platz, auch in seiner Kiste. So, dann empfehle ich immer noch, zum einen alte Handtücher mitzunehmen und die über das Wettbett zu legen bei der Fahrt. Wenn Sie nur eine kurze Fahrt haben, können Sie auch das Kissen auf den Schoß nehmen mit dem Handtuch und den Hund darüber. Aber Ihnen muss klar sein, wenn wirklich ein Unfall sein sollte, der Airbag ist aktiviert, dann nimmt es kein gutes Ende für den Hund, den Sie auf dem Schoß haben. Also dann sitzen Sie besser hinten im Auto, wo kein Airbag ist. Handtuch deswegen, zum einen ist der noch nicht stubenrein, da kann noch ein Unglück passieren und er könnte auch spucken im Auto. Und dafür einfach Handtücher zum Wechseln und damit es nicht riecht, dann auch eine Mülltüte mitnehmen, wo Sie das Ganze dann rein verstauen können, wenn Sie noch länger Auto fahren müssen. Diese Tücher sind auch immer sehr praktisch, immer dabei haben bei Autofahrten am Anfang. Oder auch wenn Sie mit dem Zug fahren, egal, komische Bewegungen, da kann dem Welpen schlecht werden. Praktisch ist es natürlich, wenn man vor solchen Fahrten nicht den Hund auch noch füttert. Und dann kann man kleine Missgeschicke gleich wegmachen, auch wenn irgendwo auf dem Fußboden was ist, beim Welpen später, der ist noch nicht stubenrein. Dann brauchen Sie natürlich Näpfe. Sie brauchen ein Futter und einen Wassernapf. Man kann auch zwei Futternäpfe nehmen, wenn man Trocken- und Nassfutter nehmen möchte. Das ist halt Geschmackssache, da empfehle ich jetzt auch nichts, außer dass Sie erstmal das weiterfüttern, was der Züchter gegeben hat und wenn Sie umstellen möchten, langsam umstellen. Da müssen Sie gucken, was bei Ihrer Rasse sinnvoll ist an Bürsten oder Kämmen. Wir haben für den Sheltie das schon auf unserer Homepage vorgestellt. Wir haben hier verschiedene Striegel, die man kaufen sollte, eine Bürste. Wenn der Sheltie größer ist, auch eine größere Bürste, Kämme. Ein feiner Kamm, ein Kamm mit zwei Seiten, einmal lange und einmal große Zinken. Und dann haben wir zwei Scheren, die man beim Sheltie schon wirklich braucht. Das ist einmal die Schere, die auf beiden Seiten so Zacken hat und die andere Schere hat es auf einer Seite glatt und hat hier diese Zacken. Die schneidet mehr weg, die nimmt man für die Beine und diese, die schneidet fein aus, die nimmt man mehr für die Ohren. Das sind so Sachen, die kann man sich nach und nach zusammenkaufen. Wichtig ist aber wirklich, dass man schnell solch einen Kamm hat mit langen und kurzen Zinken. Da kommt man mit durchs Fell. Und die Striegel, die sind dann mehr für den Fellwechsel wichtiger oder wenn man mal auf Ausstellung gehen möchte. Für Ausstellung kann man natürlich nicht so eine Leine nehmen. Da nimmt man dann so eine feine Nylonleine. Da muss man den Hund dran trainieren. Aber das ist nur für die Leute, die dann wirklich auf Ausstellung gehen wollen, nicht wirklich wichtig. Was wichtig ist, was der auch braucht, der kleine Hund, Spielzeug. Und da kommen Sie ins Geschäft und denken, Sie müssen jetzt erstmal für 200 Euro Spielzeug einkaufen. So ganz viel braucht man nicht. Ich möchte aber kurz vorstellen, was wichtig wäre. Solche Zerrspielzeuge sind ganz wichtig. Der Welpe ist in der Zahnung, der wird immer sowas brauchen, der kann damit apportieren üben. Und solche Sachen kann er auch in der Box behalten oder auf seinem Platz. Da kann er dran rumzupfen. Wenn Sie merken, da kommen größere Strähnen ab, dann würde ich das abschneiden. Aber ansonsten sind das Spielzeuge, die der Hund auch behalten kann. Genauso wie solche aus Vollgummi, die sind extra dafür da, dass der Sheltie-Welpe oder überhaupt der Welpe darauf rumkauen kann. Das tut ihm gut bei der Zahnung, wenn er sowas nutzen kann. Oder auch solche, die reinigen auch gleich die Zähne mit solchen Noppen. Ansonsten ist das genauso ein Baumwollknöchelchen sozusagen wie diese auch.
Die kann der Hund so behalten. Das sage ich extra so, weil es gibt auch zum Beispiel solche Spielzeuge. Da können sie zwar mit spielen mit dem Welpen, aber ich würde ihm das nicht überlassen. Weil wenn er da lang genug drauf rumknautscht, hat er es kaputt. Und dann könnte er tatsächlich diese weichen Gummiteile verschlucken. Und das möchte man ja nicht. Also da wird es auch gefährlich, genauso wie mit solchen weichen Bällen. Da gehen auch die Meinungen auseinander. Manche Leute meinen, wenn das quietscht, und das quietscht ja nur, wenn er drauf beißt, dass er später Katzen jagen wird oder andere Tiere beißen, weil er das Quietschen hören möchte. Ich kann das nicht bestätigen. Unsere Shelties wachsen mit Katzen auf und können durchaus so einen Ball von einer Katze unterscheiden. Andere Sachen sind solche Spielzeuge zum Beispiel, da ist so eine kleine Rassel drin oder sowas mit Knisterpapier. Das mögen die Welpen oft gerne, wenn sie von der Mama kommen und von den Geschwistern, dann kuscheln die, haben das Köpfchen da drauf. Aber da muss man auch immer Acht geben mit solchen Knistersachen. Irgendwann haben sie es kaputt und haben sie es auf und dann darf er es nicht verschlucken. Da muss man es wegnehmen oder einfach mal austauschen. Ansonsten ist Spielzeug immer eine schöne Sache, auch zum Apportieren üben, irgendwie den Hund einfach aufmerksam machen. Und das sind halt auch Sachen, die kann man immer mal in die Waschmaschine schmeißen, dann sind sie wieder sauber, wenn sie irgendwo im Dreck lagen. Wichtig ist, dass man sich viel beschäftigt mit dem Hund. Und noch ganz kurz will ich zu dem Thema Futter noch sagen, egal ob Sie jetzt Trockenfutter füttern möchten oder Dosenfutter oder Barfen, es gibt ja viele Möglichkeiten, aber nehmen Sie ein hochwertiges Futter, das erkennen Sie schon daran, dass ein großer Fleischanteil drin ist und auch, dass Sie unterschiedliche Futtersorten für unterschiedliche Lebensabschnitte haben vom Hund. Also vom Welpe, Junghund, Seniorfutter, für sensible oder für sportliche Hunde. Wenn es von dieser einen Futtersorte verschiedene Möglichkeiten gibt, dann ist das ein gutes Futter. Und letztlich hilft doch das beste Futter nichts, wenn der Hund es nicht mag. Also Sie müssen das ausprobieren und bleiben dann vermutlich genau bei dem Futter, was Ihr Hund auch mag. Dann wird er auch satt und frisst es dann auch. Ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt einen kleinen Einblick geben. Sie brauchen also nicht ganz so viel, aber so ein paar Sachen sind schon nötig, wenn der Hund einzieht. Und dann wünsche ich Ihnen einfach viel Spaß mit Ihrem Welpen. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben oder über ein Abo.